Heute mal wieder etwas aus dem WoW-Kochbuch. Ein Frühstücksrezept und ob das am Ende so lecker aussieht wie hier auf dem Bild. Ich bin gespannt und wir starten jetzt. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ja, es ist Sonntag, es wird wieder gekocht oder gebacken. Und ja, jetzt geht's mal ans Frühstück. Ich habe vor langer, langer Zeit mal einige Rezepte aus dem World of Warcraft Kochbuch gefilmt, getestet und gefilmt. Viele waren wirklich sehr, sehr gut und ich dachte, komm, probier noch mal was aus. Und zwar haben wir hier das kräutergebackene Ei. Das sind ja Rezepte, die namentlich an Rezepte aus dem Spiel, aus dem Game erinnern und ja, aber natürlich völlig normale Zutaten beinhalten. Ja, ein Frühstücksrezept, kräutergebackenes Ei. Und ja, wir brauchen gar nicht viele Zutaten. Das geht leicht, das geht schnell. Und ich würde sagen, wir starten dann auch gleich. Hier seht ihr die Zutaten. Wir brauchen natürlich für das Ei Eier. Das ist ausgerechnet für zwei Portionen. Da haben wir hier vier Eier. Dann brauchen wir einen Esslöffel geriebenen Parmesankäse. Wir brauchen einen Esslöffel Butter. Zwei Esslöffel Schlagsahne und dann brauchen wir noch ein paar Kräuter, Salz und Pfeffer. Das ist jetzt angegeben in ja, eine Prise. Eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer, eine Prise Petersilie, eine Prise Rosmarin und auch Thymian. Ja, frisch hatte ich jetzt nicht alles da. Manche Sachen sind auch jetzt hier gefroren oder getrocknet, aber das tut der Sache ja nichts ab. Ja, den Ofen habe ich schon an. Der soll auf hoher Temperatur vorgeheizt werden. Leider ist keine genauere Angabe gemacht. Ich habe jetzt einfach mal Umluft 200 Grad eingestellt und wir schauen nachher einfach, wie die Sache fluppt. Auf geht es. Der Kniff an diesem Rezept ist, dass man alles griffbereit hat. Und von daher wird jetzt erstmal Parmesankäse und Kräuter sowie Gewürze miteinander vermischt. So, das kann dann zur Seite. Und dann habe ich hier zwei Tassen. Da kommen jetzt jeweils zwei Eier rein. Das kann jetzt auch erstmal an die Seite. Ich habe hier ein bisschen gekleckert. Also wir haben jetzt die Eier jeweils bereitstehen. Wir haben den Parmesan bereitstehen. Das hier kommt mal weg. So, und jetzt geht es eigentlich auch schon los. Ihr braucht jetzt zwei ofenfeste Schalen. Ich nehme einfach hier diese ja, Dessertschalen, Müslischalen, was auch immer. Da kommt jetzt jeweils dieselbe Menge Butter und auch dieselbe Menge Sahne rein. Das wird jetzt quasi aufgeteilt. Die Butter schneiden wir einfach in der Mitte durch. Dann hier ein Stückchen rein. Und dort ein Stückchen rein. So. Die beiden Schälchen, die kommen jetzt in den heißen Backofen so lange, bis die Butter geschmolzen ist und das Ganze schön blubbert. Und dann geht es rucki-zucki an die anderen Zutaten und bald können wir auch schon frühstücken. Das Ganze hat jetzt richtig schön gesprudelt, geblubbert. Jetzt kommt das Ei jeweils dort hinein. Ihr seht, das ist richtig heiß. Nehmt auf jeden Fall Topflappen. Sonst tut's weh. So. Und das Ganze wird jetzt mit der Parmesanmischung noch bestreut. So darf das Ganze jetzt in den Ofen für ungefähr 3 bis 5 Minuten. Das ist auch ein bisschen abhängig davon, wie groß die Eier sind und welches Gefäß ihr verwendet. Da schaut einfach, wie sehr das schon gestockt ist. Und ja, das kann man ja immer ganz gut sehen. Ja, gleich gucken wir, wie es aussieht. So sieht das Ganze jetzt nach dem Backen aus. Es war eine etwas längere Backzeit. Weil nach 5 Minuten war die Hälfte noch vollkommen flüssig und roh und ja, das mochte ich nicht so. Ja, ich habe jetzt 10 Minuten gebraucht. Vielleicht hätte man auch die Hitze etwas höher einstellen müssen, aber ja, das war hier nicht sehr viel besser erklärt. Da stand nur High Heat. Naja, gut. Auf dem Bild ist es etwas flüssiger, aber ich bin nicht so der Freund von rohem Ei.
Und so sieht's aus. Es duftet köstlich. Und ich habe eben mal ein Eckchen probiert. Das schmeckt auch köstlich. Von daher wünsche ich euch einen wundervollen Sonntag. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und ja, natürlich auch beim Schlemmen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.